Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video und heute wollen wir mal von Argo On oder so ähnlich Hot Dogs probieren. Ich habe die von Kaufland für 2,19 Euro mitgebracht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen teuer, aber naja gut, zum Testen. Für die Mikrowelle, das sind zwei komplette Hot Dogs. Mit Brötchen, Würstchen, Gurken, Röstzwiebeln und Würzia-Soße. Na, da bin ich mal gespannt. So. Da ist die Zubereitungsanleitung. Da wir eine 700 Watt Mikrowelle haben, werde ich wahrscheinlich... Ja. So auf... 2,30 Minuten, also 2,5 Minuten werde ich ungefähr gehen. So, dann könnt ihr euch hier nochmal die Zutatenliste und hier ist nochmal die Nährwerttabelle. So, dann werden wir das Ganze mal hier aufmachen. So sieht das Ganze aus. Gut, und wir gucken gleich mal bei der Mikrowelle vorbei. Bis gleich. So, dann wollen wir mal hier die Hotdogs reinmachen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das Ganze jetzt auf 2,5 Minuten. Pling, fertig ist es. So, und jetzt wollen wir noch mal gucken. Jetzt schauen wir noch mal, wie sieht das gute oder die guten Stücke jetzt aus. Können das ungefähr erkennen. Gut, wir sehen uns gleich am Tisch wieder. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Und wir schneiden das hier mal an. So sieht das Ganze aus. Jetzt werden wir es erstmal probieren. Ja, also das Brötchen an sich ist ziemlich wackelig, weich und wabbelig. Logisch, Mikrowelle halt eben, kann eben nicht so wie im Backofen sein. Aber die Wurst, die da drin ist, die hat ein richtig, ich sag mal, ja, geiles Raucharoma. Die schmeckt richtig gut. Die Soße, das ist jetzt so ein Ding, gut, man schmeckt jetzt hier die Röstzwiebeln, schmeckt man extrem raus. Man schmeckt den Senf extrem raus und der Ketchup, der ist so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen lasch. Ich werde jetzt noch mal hier reinbeißen und mal mir ein paar Gurken ergattern. Ja, die Gurken sind auch, ich sag mal, nicht zu stark, nicht zu säuerlich. Also es ist schon recht ausgewogen und ich muss sagen, dafür für 2,19 Euro. Es ist zwar ein bisschen, meiner Meinung nach, teuer, aber die schmecken wirklich gar nicht mal so übel. Die haben was, die schmecken richtig gut. Und ich würde sie mir wahrscheinlich auch wieder kaufen, weil ich habe schon, ich sage mal, von
von Penny gab es mal hier so Hot Dogs, so fertig Hot Dogs. Und ich habe auch andere billig fertig Hot Dogs schon probiert. Und ja, das war Kaugummi, Lasch und Bäh und Bäh. Aber die hier, die sind richtig schön lecker. Der Geschmack ist richtig intensiv. Die Wurst, die da drin ist, die ist richtig schön aromatisch. Richtig schön, ja, wie soll ich sagen, rauchig. Die ist richtig kräftig im Geschmack. Und ja, das Ganze abgestimmt mit den Zwiebeln, mit der Soße und. Das ist richtig, richtig lecker. Also von mir ein schmeckt gut, obwohl, naja, preislich für zwei solche kleinen Teile 2,19 €. Ist nicht gerade billig, aber es ist auf jeden Fall, der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt durch den Geschmack. Ist richtig lecker. Okay, das war jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.